Spielzeugmacher Ole Kirk Christiansen. Er wurde am 7. April 1891 in Fliskow in Dänemark geboren und verstarb am 11. März 1958 in Billund in Dänemark. Er erfand die Legosteine, die 1932 noch aus Holz waren, und gründete zusammen mit seinem Sohn Gottfried Kirk Christiansen 1932 die Firma Lego. Zwar erfand er schon 1949 die Steine aus Kunststoff, doch erst am 28. Juli 1958, nach Oles Tod, meldete Gottfried den Entwurf für die Steine als Patent an. Das Patent lief 1988 aus. Das Unternehmen Lego machte 2015 einen Umsatz von umgerechnet 4,8 Milliarden Euro. Biochemiker Søren Peter Lauritz Sørensen. Er wurde am 9. Januar 1868 in Hauarbjerg in Dänemark geboren und starb am 12. Februar 1939 in Kopenhagen. Er legte 1909 die pH-Skala fest, zudem fand er den Aufbau von Arginin heraus. Luftfahrtpionier Jakob Christian Hansen Ellehammer. Er kam am 14. Juni 1871 in Bargebühl in Dänemark zur Welt und verstarb am 20. Mai 1946 in Gentofte in Dänemark. Er entwickelte 1902 ein Motorrad namens Elham, das von 1904 bis 1914 produziert wurde. Ab 1905 beschäftigte er sich vorwiegend mit dem Bau von Flugmotoren und Flugzeugen, denn er glaubte nicht, dass Ballons oder Flugschiffe eine Zukunft hatten, sondern Fluggeräte schwerer als Luft. Am 12. September 1906 gelang ihm ein Flug mit 42 Meter Länge und 750 cm Höhe in seinem Flugapparat Ellehammer No. 1. Der Flug wurde nicht anerkannt, da er von der FAI, auf Deutsch Internationale Aeronautische Vereinigung, geprüft wurde. Bis 1916 entwickelte er noch weitere funktionierende Flugapparate. Physiker Niels Henrik David Bohr. Am 7. Oktober 1885 wurde er in Kopenhagen geboren und starb am 18. November 1962 in Kopenhagen. Er entwickelte und veröffentlichte 1913 eine der wichtigsten Grundlagen der Naturwissenschaften, das Bohrsche Atommodell. Er erhielt 1922 den Nobelpreis für Physik für seine Verdienste um die Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden Strahlung. Zudem erhielt er noch weitere Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem 1925 die Bernard-Medaille. Außerdem wurden viele physikalische Phänomene und Konzepte nach Bohr benannt, wie zum Beispiel der Bohrradius. Physiker und Ingenieur Waldemar Paulsen. Er kam am 23. November 1869 in Kopenhagen zur Welt und starb am 23. Juli 1942 in Gentofte in Dänemark. 1898 entwickelte er das erste funktionsfähige Gerät, das Ton durch elektromagnetische Induktion aufnehmen und wieder abspielen konnte, namens Telegraphon. Mit seiner weltweiten ersten Möglichkeit von drahtloser Tonübertragung legte er den Grundstein zur Funktechnik und des Hörfunks. Mit dem Lichtbogensender, auch Paulsen-Sender genannt, schaffte er 1904 erstmals eine Übertragung per Funk. 1907 sogar die erste Signalübertragung in Form von Sprache über den Atlantik. Dies ist die heutige Grundlage von Radio- und Funktechnik.